Ursprünglich war der Gedanke paneuropäischer Parteien eine Idee der EU-Bürokraten und sollte auch nur als ein Instrument dienen, den Menschen dasjenige Handeln und die Richtung vorzugeben, das jene für sie vorgesehen hatten. Sie bemächtigten sich hierfür enormer Beträge aus dem Topf, den die Steuerzahler füllten, und alle Mainstream-Fraktionen bemühten sich darum, ein Stück von diesem Kuchen abzubekommen. Uns erschien es jedoch nicht fair, dass nationalistische Steuerzahler ihrerseits zwar ebenfalls in diesen Topf einzahlen, jedoch nichts daraus zurückerhielten. Die Alliance for Peace and Freedom können Sie daher auch als eine Art Steuerrückerstattung für nationalistische Wähler betrachten. Aber unabhängig von der Geldfrage ist der weitaus wichtigere Aspekt, dass alle Völker Europas mit den gleichen Problemen konfrontiert sind. Ganz gleich, ob wir in diesem Zusammenhang auf den Liberalismus verweisen, den Kattenhofe-Kalergi-Plan oder was auch immer man als Ursache anführen möchte, ist doch das Ziel immer das gleiche, unser kompletter Austausch. Das betrifft nicht allein die Franzosen oder Polen, sondern uns alle als europäische Völker. Doch der einzige Weg, diesen Plan des großen Austauschs zu bekämpfen, besteht darin, zusammenzuarbeiten. Unsere Feinde sind vereint und international organisiert, weshalb auch wir dementsprechend denken und handeln müssen. Die Alliance for Peace and Freedom ist ein Beispiel dafür, wie ein solcher Mechanismus funktionieren kann. Das ist eine einfache Frage. Es gibt Mitgliedschaften ganzer Parteien in der APF, wozu beispielsweise die NPD, die Volkspartei unserer Slowakei oder die Forza Nuova aus Italien und weitere Parteien unterschiedlicher Größe verteilt über ganz Europa gehören. Hinzu kommt, und das ist wichtig für die Zuschauer, dass auch individuelle Mitgliedschaften möglich sind. Wer mit dem Programm übereinstimmt und ein wirklich genuiner Nationalist ist, der möge sich uns anschließen und Mitglied werden. Sie sind herzlich willkommen. Well, in an important way, the name says it all. Wir wählten die Bezeichnung Alliance for Peace and Freedom nicht aus einer Laune heraus oder weil dies vielleicht ganz nett klingt, sondern mit Bedacht. Es ist eine Allianz zwischen Nationalisten, die zusammenarbeiten, um dieselben Ziele zu erreichen. Es geht um Frieden, wohinter die große und einfache Erkenntnis steht, dass der Frieden zwischen den Völkern Europas zukunftsnotwendig ist, was uns auf die eherne Grundforderung zurückverweist: Nie mehr Bruderkriege. Dies war zwar stets eine Losung, doch die Alliance for Peace and Freedom ist das Instrument, um diese Losung Wirklichkeit werden zu lassen. Und wenngleich es auch nur in kleinem Rahmen sichtbar sein mag, so sitzen im Rahmen dieser Plattform Nationalisten unterschiedlicher Nationen, die ihre historischen Reibungen und Probleme miteinander hatten, miteinander am Tisch und können hierüber und über die Zukunft sprechen. Dies ist außerordentlich wichtig. Von gegenwärtig noch größerer Bedeutung jedoch ist, dass die Europäische Union bzw. die Personenkreise des liberalistischen Establishments, die diese bestimmen, geradezu darauf versessen sind, eine Konfrontation mit Russland auf jeder nur erdenklichen Ebene voranzutreiben. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Völker aufzurütteln, Widerstand dagegen zu leisten. Denn letztendlich, wenngleich auch zwischen Zentral- und Osteuropa kleine Unterschiede zivilisatorischer Natur bestehen mögen, sind wir dennoch alle Europäer. Eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Europa und Russland wäre der desaströse Schlussakkord, der Europa zerstören würde, weshalb es allein schon deshalb überaus wichtig, ja überlebensnotwendig ist, dies zu verhindern. Dann gibt es auch noch einen praxisorientierten Aspekt für uns Nationalisten. Wenn wir etwa 20 Jahre oder mehr zurückdenken, war das Hauptproblem der Zerstörung unserer Völker, die Masseneinwanderung, ein Tabuthema. Kaum einer wagte es, darüber auch nur zu sprechen. Es wurde von den Leitmedien wie auch den maßgeblichen Parteien ignoriert. Und einzig die kleinen nationalistischen Parteien sprachen dieses Thema an und versuchten, etwas dagegen zu unternehmen. Diesbezüglich hat sich in der jüngsten Zeit einiges verändert. Wir sind es gewesen, die diesen entscheidenden Wandel vorangetrieben und in nahezu jedem europäischen Land dieses Tabu gebrochen hatten. Jedoch erzielten, ungeachtet dessen, Fake-Nationale, die sogenannten populistischen Parteien, die zwar nichts bewirken werden, aber immerhin darüber sprechen, Erfolge. Die Herausforderung für echte Nationalisten ist es nun, nicht in der Bedeutungslosigkeit zu versinken, wenn plötzlich andere Parteien vermeintliche Positionen von Nationalisten übernehmen. Dies ist enorm schwierig für einzelne politische Parteien, wenn auf einmal, nicht zuletzt mit Hilfe der Medien, ein Konkurrent mit wesentlich mehr Unterstützung und Finanzkraft auftritt, der dann auch noch die eigene Botschaft kopiert. Wie darauf reagieren?
Hierin liegt auch eine der wichtigsten Zukunftsaufgaben der APF, sich zu einem Anziehungspunkt für einen ernst gemeinten, an die Wurzel der Probleme gehenden ethnischen Nationalismus zu entwickeln. Wenngleich uns diese populistischen Fake-Parteien momentan dadurch ausbremsen, dass sie in der allgemeinen Wahrnehmung voranschreiten und der Bevölkerung suggerieren, ihre weichgespülten Forderungen wären als Lösungen geeignet, werden später dennoch umso mehr Menschen im Zuge dessen aus ihrem bisherigen Dornröschenschlaf aufwachen. Wenn wir einen Anziehungspunkt darstellen, werden diese Menschen auch für uns ansprechbar sein. Gelingt dies, dann kann der Trend, der uns augenblicklich schadet, sich zu unserem Gunsten umkehren und dazu führen, dass wir, da nun der Boden bereitet ist, schneller und wirkungsvoller denn je wachsen. Unsere tägliche Arbeit fokussiert sich am zutreffendsten um den Begriff Kontaktpflege. Der große Vorteil in einer europäischen Organisationsform ist, dass vieles, das unsere Sache voranbringen kann, ohne diese Plattform häufig nicht in der Breite Anwendung fände, seien es Informationen oder bestimmte Fähigkeiten. Die Alliance for Peace and Freedom organisiert einen schnellen Austausch zwischen den Nationalisten in all den Ländern, in denen wir tätig sind. Zwischen den Entscheidungsträgern der unterschiedlichen Länder findet ein täglicher Austausch statt. Und durch dieses Netzwerken entsteht ein gemeinsames kollektives Gedächtnis, das uns strategisch zusammenschweißt. The mechanism is there, bang, it goes straight into the collective brain of the nationalist movement of Europe. Well, when you ask about contacts outside of Europe, hier muss man definieren, was man unter Europa versteht. Nur die Europäische Union oder den abendländischen Kontinent? Für EU-Europäer zählt beispielsweise Russland zur Kategorie außerhalb Europa. Doch für uns gehört Russland ganz klar zu Europa. Wir sehen in Russland sogar einen sehr wichtigen Bestandteil Europas. Aus diesem Grunde pflegen wir auch sehr gute Beziehungen zu einigen Gruppen in Russland. Wir haben auch sehr gute Kontakte zu einigen Forschungsinstituten in Weißrussland. Darüber hinaus haben wir Verbindungen zur Baath-Partei im Libanon und in Syrien. Eine außereuropäische Verbindung auf der Ebene konkreter, zielgerichteter Zusammenarbeit im aktiven Sinne haben wir mit der syrischen sozialnationalistischen Partei. Letzteres ist für uns von großem Interesse, da Syrien in den letzten Jahren die Frontlinie schlechthin darstellt und in der globalen Auseinandersetzung um Nationalismus, Souveränität und um eine multipolare Welt gegen die liberalistisch-globalistische One-World-Elite. Daher schätzen wir diesen engen Kontakt mit der syrischen sozialnationalistischen Partei außerordentlich, die im Übrigen auf mehreren politischen Ebenen eine sehr wirkungsvolle Organisation ist. Mehrere tausend ihrer Mitglieder kämpfen an vorderster Front in Syrien in einem Krieg, der im Grunde auch unser Kampf ist, da seine Auswirkungen auf nationale Souveränität und Masseneinwanderung auch uns angehen. And we're very, very proud to have that connection with them. Recent highlights for the APF, the fact that we're still here. Einer der Höhepunkte ist allein schon der Umstand, dass es uns immer noch gibt. Nachdem wir im vergangenen Jahr unter kaum vorstellbaren Beschuss seitens der EU-Bürokratie gerieten, die mit allen nur denkbaren Mitteln versuchte, sich unserer zu entledigen. Doch wir widerstanden bzw. sind gezwungen, den mit allen uns zu Gebote stehenden rechtlichen Möglichkeiten zu widerstehen. Inzwischen sehen sich jene Personen, die uns fälschlicherweise diverser Verfehlungen bezichtigten und juristisch massiv gegen uns vorgingen, selbst aufgrund diesbezüglichen Missbrauchs und Fehlverhaltens ernstzunehmenden Anklagen ausgesetzt. Wir überstanden dies und erwarten, dass absehbar unsere rechtlichen Möglichkeiten wieder vollständig hergestellt werden. Very recently in Spain, the Spanish the movement in Spain is fractured. Abgesehen davon darf es als Erfolg gewertet werden, dass es beispielgebend und mitwirkend durch die APF gelang, die lange Zeit in Spanien vielfach zersplitterte Bewegung teilweise zusammenzubringen. Vier Organisationen bilden infolgedessen nun eine Einheit.
Dies erachten wir als sehr wichtig und versuchen Ähnliches auch in anderen Ländern zu bewerkstelligen. So this is something that's very, very important, and what we do in Spain, obviously we try to do in other countries as well. We have consistently organized conferences. Wir haben durchweg Konferenzen zu wichtigen Sachverhalten organisiert und veröffentlichen einige Bücher in verschiedenen Sprachen, um als gemeinsames Organ originärer nationalistischer Ideen in Erscheinung zu treten. And that's going very well, to the point that just the other day it's borne some real fruit, where I met with some... Aktuell zeigte unser Wirken in Sachen Netzwerken konkrete Früchte, indem es zu einem Treffen zwischen mir und ranghohen Vertretern der Schwedendemokraten kam. Die Schwedendemokraten zählen zu den etwas softeren Populisten, die den originären Nationalisten viele potenzielle Unterstützer entzogen. Diese teilten mir mit, sich den Schwedendemokraten in dem Glauben angeschlossen zu haben, auf diesem Weg die Antwort auf die drängenden Probleme zu finden, dies jedoch zunehmend mit Skepsis sehen und die Lösung für Schweden und das übrige Europa womöglich doch in authentisch nationalistischen Ansätzen erblicken würden. Dies beweist, dass wir mit unserer Strategie nicht falsch liegen. So, that's very good. For me personally though, I would say the highlight was being in a meeting in Breslau and sitting with people from Polish groups. Für mich persönlich war einer der Höhepunkte eine Zusammenkunft mit Persönlichkeiten aus Polen, Deutschland und Russland, die teilweise noch vor 2 oder 3 Jahren sich aufgrund tragischer geschichtlicher Vorgänge verweigert hätten, miteinander im selben Raum zu sitzen. Dies überwunden und hier diesen bedeutenden Schritt weitergekommen zu sein, ist ein fantastisches Signal für eine nationale Zukunft Europas. Einstmals sich feindselig gegenüberstehende Personen und Gruppierungen konnten sich darauf verständigen, gewisse tragische Fehlentwicklungen zwar nicht zu vergessen, aber Geschichte sein zu lassen und sie nicht in die Zukunft zu tragen. In erster Linie, um an einer besseren Zukunft für ganz Europa zu arbeiten.